Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe mir überlegt, heute fahren wir auf die Frankfurter Musikmesse und schauen mal, was die Szene so Neues zu bieten hat. Vielleicht haben wir schöne neue Inspirationen oder Dinge, von denen wir noch nie gehört haben. Ich habe auf jeden Fall meine Tickets. Ich habe ein bisschen Proviant, damit ich nicht die Bockwurst für 18 Euro auf der Messe knabbern muss. Und ich würde sagen, tipp meinen Kaffee noch schnell aus und dann fahren wir mal gegen Frankfurt. Bis gleich. So Freunde, wir sind angekommen in Frankfurt auf der Frankfurter Musikmesse. Es ist heute der erste Tag und hier ist schon ordentlich was los, wie ihr seht. Die Leute sitzen draußen, trinken Bierchen, wie sich das gehört bei gutem Wetter. Ich habe noch meine dicke Jacke an und wir gehen jetzt in die erste Halle und schauen uns mal an, was uns hier so erwartet. So Freunde, wir haben den Stopp am ersten Stand gemacht und zwar sind wir bei Dangerous Music und ich habe den Stefan getroffen. Hi Stefan. Hallo. Ja, mich haben schon viele Leute oft gefragt, was ist das für ein verrückter bunter Controller bei dir zu Hause auf dem Studiotisch, und da waren schon die verrücktesten Mutmaßungen, dass ich da nebenbei Nintendo spiele oder irgendwo eine Konsole versteckt habe. Stefan, wo wir jetzt bei dir am Stand sind, erklär du doch mal den Leuten, was hat es mit dem Dangerous Monitor ST auf sich? Okay, das ist sozusagen unser bester Monitor-Controller, den wir haben. Es ist ein komplettes Monitor-Kontrollsystem, das erweiterbar ist auf Surround, auf Digitaleingänge. Es bietet eine Technik, die man mit Relais gesteuert nennt. Man kann das hier, man kann es jetzt nicht hören, aber ja. Man kann den Volume-Knopf fühlen, wie er sich, wie die einzelnen Relais genau. Schalten. Und ja, das ist dieses Klicken, was man immer hört, genau. Wenn ich dann die Lautstärke hoch und runter drehe. Ja. Und das garantiert einem einfach, dass der Frequenzbereich, der Frequenzverlauf gleich bleibt, ja. Die Phase stabil ist und man immer genau gleich abhören kann. Okay. Das Gerät selber bietet 4 Analogeingänge, ja. In Kombination mit dem neuen Convert 2. Ah, okay. Das ist unser neuester Wandler. Stereobasis, USB-Eingang, ja. AES-Eingang. Super. Hat ein schönes Digitalmeter mit dabei, ja. Und wieder komplett steuerbar über die Remote. Super. Also lässt sich so direkt in das System einbinden. Ganz genau. Und super. Wie du schon sagst, es ist im Sweet Spot. Das heißt, ich muss mich selber nicht bewegen, ja. Um das Gerät, um mein Studio einstellen zu können. Ja. Lautstärkeunterschiede, Quellenanwahl und so weiter. Okay, super. Ja, Stefan, vielen Dank schon mal für die Informationen. Bitteschön. Wir machen mal einen kleinen Rundgang. Ich wünsche dir weiterhin hier viel Spaß und schaut mal bei Dangerous Music vorbei. Super geiles Gear und lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick auf die Webseite zu werfen. Zieht euch das rein. Ich würde mal gerne wissen, wie wird man eigentlich ein guter DJ? Das beschäftigt mich mein Leben lang schon, die Frage. Talent und Glück. Pioneer und Alternative. Ja, liebe Leute, so hat der Wahnsinn damals angefangen. Cubase auf dem Atari von Diskette, das waren meine Anfangszeiten, da war ich frische 12 Jahre alt. Jetzt bin ich bei Ableton gelandet und das machte auch Spaß, von daher weine ich der ganzen Sache keine Träne mehr hinterher. Ja, Freunde der Nacht, ich stehe in der Vintage-Ecke der Musikmesse in Frankfurt und ja, wir brauchen wahrscheinlich kein Wort mehr darüber verlieren, weil es wird sich an diesem Gerät so dermaßen aufgegeilt wie an nichts anderem auf der Welt. Ich habe zu Hause noch die CR8000, die hat, soweit ich weiß, die gleiche Klangerzeugung, nur halt nicht die Möglichkeiten, dass man so schön die Sounds noch modulieren kann im Decay, in der Tonhöhe, im Tuning. Schönes Ding auf jeden Fall, ein bisschen overrated vielleicht momentan, aber auch das geht wieder vorbei. CR78, eine super geile Kiste.
Die Hi-Hats hören sich an, als würde man mit einer Chipstüte rascheln. Aber es ist eine Bude, die super gute Beats hat. Ich habe da noch etliche Sample-Libraries, die ich mal erstellt hatte, weil ein Kollege von mir das Ding hatte. Ja, liebe Leute, und das ist das Geheimnis von OMD, Enola Gay, wer sich daran erinnert. Da kam die Melo her, glaube ich. Ja, so war es. Ne? Es ist auch so eins der Presets, weil das Ding nur Presets hat. Man kann nicht wirklich viel verstellen, außer Attacks, Sustain und die Tonhöhe. Man kann irgendwas modulieren, leicht Vibrato, Portamento, die Schweinereien. Ist auf jeden Fall Stil, echtes, cooles Gerät. Das sollte man auf jeden Fall in seiner Sammlung am Start haben. Korg Poly 6, ganz kleine Geschichte, habe ich damals mal irgendwo für 50 Euro kaputt bekommen, weil irgendwie drei Knöpfe fehlten und ein Fader nicht funktionierte. Mittlerweile sind die Dinger so arscheteuer, dass man sie fast nicht mehr bezahlen kann. Ich glaube, für den Poly 6 legt man momentan auch schon über 1000 Euro hin, wenn er dann funktioniert. Und ist eine geile Kiste, hat einen super warmen, weichen, guten Sound. Allerdings vom Preis fernab von Gut und Böse. Wir sind ja am Stand der legendären Marke ARP, ARP, wie auch immer man das aussprechen möchte. Joker, wie spricht man das aus? ARP, würde der Amerikaner sagen. Alles klar, ARP, haben wir was dazugelernt. Ich habe eben noch gesagt, Joker, wir waren eben in der Vintage-Ecke und haben auch einen Odyssey, meine ich, gesehen, beziehungsweise den. Ja, ich meine, das war der Odyssey, dieser. Ja. Und ich habe noch eben gesagt, dass ich mich noch daran erinnern kann damals, dass diese Fader immer, diese Potis so mega festklemmten damals. Hast du mal einen Insider-Tipp als aus der Schmiede kommender Mitarbeiter von uns, wie wir die wieder gängig bekommen? Eine Möglichkeit ist also elektrisch gesehen, ist Kontaktchemie, Kontakt 700 Tuner-Spray das Beste. Okay. Weil das nicht wie Kontakt 60, das ist einfach, weil die Stol-ähnliche Spray die Dinger einen Tag gängig macht und dann verklebt, sondern das war dampfrückstandsfrei, hat aber leicht fettende Eigenschaften. Damit kriegt man die meisten Schieberegler und auch Drehregler wieder in Gang. Das ist ganz gut. Habt ihr gehört? Vielen Dank für den kleinen Insider-Tipp und viel Spaß noch. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Wir befinden uns hier auf der FIBO in Köln und meine Frage wäre heute, welches ist hier der angesagte Eiweißriegel? Ich würde sagen, der Quest Bar. Cool, den kenne ich sogar. Cookies and Cream oder gibt es da mittlerweile schon was Geileres? Cookies and Cream ist gut. So, wir sind immer noch am Stand von TubeTech und ich bin hier beim deutschen Vertrieb von TubeTech und ich spreche mit Uwe Grundei von Audiowerk. Hallo Uwe, grüß dich. Ich habe gerade schon den Leuten vorgeschwärmt von diesem wahnsinnig geilen Equalizer, beziehungsweise es gibt ja hier zwei verschiedene Modelle. Kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen? Ich kenne die Lösung von Pultec bisher und die Lösung bei UAD als Softwarelösung, die sich aber auch auf den Pultec bezieht und schon sehr geil ist. Genau, auch der PE1C lehnt sich an das originale Pultec-Design an. Ja. Also ist ein rein passiver Equalizer. Ja. Und das war im Prinzip eins der ersten Geräte, mit denen TubeTech damals vor fast 30 Jahren, so lange gibt es TubeTech schon, gestartet ist. Ja. Und damals hat man sich halt angeschaut, was die Leute in den Studios benutzt haben. Und die Firma Pultec, die Pultec EQs gebaut hat, die gab es damals nicht mehr und es gab auch kein Copyright auf das Design. Also hat man sich angeschaut, okay, was benutzen die Sound Engineers am liebsten? Und da war es tatsächlich genau dieser Pultec EQ, der auch sehr gut in natürlich die Philosophie der Vollröhrentechnik bei TubeTech reinpasst. Und das war sozusagen der PE1A, also als erste Revision, dann das erste Gerät damals von TubeTech. Und für die Stereosumme haben wir aber noch ein Gerät, das ist nämlich das ganz neue von TubeTech. Das schauen wir uns noch an. Kommen wir mal drüber gerade. Was jetzt auch ab April, das ist im Prinzip das erste Seriengerät, was wir hier zeigen. Also wirklich eine Weltpremiere. Ja, das ist ein Stereo-EQ. Von dem Pultec müsste man nämlich zwei nehmen. Ja. Und dann wird es zum einen mal recht teuer. Also da liegen wir ja doch schon bei fast 6.000 Euro. Okay, ja. Und hier haben wir ein Stereogerät, quasi zum halben Preis. Super, ja. Und hier mache ich
Shelving, Höhen und Tiefen. Und ich habe einen T-Filter. Das heißt, T-Filter ist, wenn ich so will, eine EQ-Wippe um eine Frequenz, okay, die ich hier bestimmen kann. Um eine Center-Frequenz kann ich die komplette EQ-Balance, okay, ja, nochmal verändern. Und das ist für so ein feines EQ-Adjustment in der Gruppe, in der Summe oder im Mix ist das natürlich hervorragend geeignet. Ne? Freunde, das war's auf der Frankfurter Musikmesse. Ich gönne mir noch eine kleine Massage und dann geht's auch schon zurück in die Heimat. Meine Füße tun weh, ich höre nichts mehr und der Rücken ist verspannt. Ich hoffe, ich konnte euch so 2-3 interessante Sachen nahebringen und ja, ich würde sagen, beim nächsten Tutorial wieder einschalten, mit dabei sein und ja, macht's gut, schönen Abend noch. Ciao.